So, damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Commentary. Endlich kann ich mal wieder, wie es bei uns heißt, kaspische Schwänze spielen. Denn, yay, denn Second Assault ist draußen, ja. Ich habe mir für den Scheiß sogar 2 Stunden eher Feierabend gemacht, ja. Kein Witz, also ohne Scheiß, ja. Ich habe mich, bin nach Hause gefahren, ja, Rechner angemacht, Origin gestartet, Download gestartet und zack, ja. Das Ganze hat ungefähr 1 Stunde gedauert, das sind 5 GB, kommt natürlich drauf an, wo ihr lebt. Ja, logisch, ich habe nur eine 16K-Leitung, da dauert das halt ein Stündchen. Und auf jeden Fall, ja, Second Assault, was für Maps sind dabei, Oman sind dabei, Firestorm ist dabei, Kaspische Grenze ist natürlich dabei und Metro. Ja, ich habe Metro noch nicht gespielt, Oman noch nicht gespielt, Firestorm habe ich und Kaspische habe ich gespielt. Die anderen zwei, die spiele ich heute Abend dann auch noch. Ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal Kaspische Grenze spielen, denn diese Map war im Dreier meine absolute Lieblingsmap. Und das ist eigentlich im ganz Allgemeinen meine Lieblings-Battlefield-Map, ja. Ganz kurz, wie die Map aufgebaut ist, was ist neu und das ganze Zeug. Im Großen und Ganzen ist ja eigentlich wie die alte. Es gibt allerdings große Unterschiede, zum Beispiel bei der, welche Flagge ist das? Bei der A-Flagge. So, bei der A-Flagge ist eine fette Mauer durchgezogen, oder allgemein die Mauer ist, es gibt eine fette Mauer, ja. Die kann man natürlich auch freischießen und alles, und es gibt hier und da einige Gimmicks, zum Beispiel, wenn man in die, also in das Tor der Mauer reinfahren will, auf dem Weg zur A-Flagge, kann man einen Knopf drücken, der eine Panzersperre quasi, ja, aktiviert. Ja, da kann man dann nicht mehr durchfahren, oder allgemeine Fahrzeugsperre. Dann, der Turm wurde versetzt, der ist nicht mehr oben auf dem Hügel, der ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Nähe von der C-Flagge. Der crasht dann. Dann der Turm selber an der C-Flagge, das ist nicht mehr dieser kleine, mickrige, komische Strommast oder was auch immer das war beim Dreier. Das ist jetzt wirklich auch eine fette Säule, wo man hoch kann und runter kann, da gibt es auch Wege. Und allgemein gibt es auch hier und da die ein oder anderen Gänge, in denen man reingehen kann. Was ich allerdings ziemlich scheiße finde, ist bei der A-Flagge, also ganz, ganz vorne, die Mauer. Ja, die ist alles schön und gut, allerdings kann man auf die Mauer laufen. So, außerdem gibt es so kleine Türme an der Mauer, bei der A-Flagge. Ja, die haben so kleine Öffnungen. Das heißt, so kleine Fenster, ja. Da kann man auch einen Knopf drücken und die Fenster quasi barrikadieren, dass man gar nichts mehr sieht, also dass sie quasi gepanzert sind. Oder man kann sie hochfahren. Wenn sie hochgefahren sind, sind die Fenster allerdings also so klein und das ist eigentlich absolut perfekt für Headglitchen von Snipern, ja. Das ist mir auch jetzt schon oft passiert, dass mich irgendwelche Sniper da, pam, Heli ist mir schon abgeschossen, dass mich Sniper von diesem Scheißturm einfach so wegnatzen. Ja? Das Ganze ist zwar halb so wild, denn bei der A-Flagge selber gibt es auch eine Sniper, eine 50 Kaliber One-Shot, die man aufheben kann und dann quasi ein bisschen kontern kann, ja? Wenn nicht der Gegner die schon aufgehoben hat. Allerdings finde ich das absolut furchtbar und auch allgemein, wenn ihr versucht A einzunehmen, es kommen von überall RPG-Raketen, denn die können da auf die Mauer da laufen und blablabla. Also das ging mir echt schon, muss ich ehrlich sagen, richtig auf den Sack. Und ganz allgemein, ihr seht es ja selber, die Map ist nicht mehr grün, ja? Die grünste Map im Battlefield ist es nicht mehr. Die ist jetzt eher herbstlich, ja, atomar, orange, ja, grau, braun, also eher ein bisschen dunkler jetzt gehalten. Ja, wobei vom Helligkeitsgrad ist immer noch relativ hell. Das finde ich sehr gut, denn, oh mein Gott, Alter, ich habe Firestorm heute gespielt und ich dachte, ich wäre irgendwie im irgendwie in der Hölle oder so, weil das ist wirklich so dunkel und düster und graubraun, das ist echt heftig. Klar, das Ganze spielt nach der Bombe vom Metro ab und alles und das hat ja alles auch eine Geschichte und um Gottes Willen. Aber trotzdem, ja, ich finde den Stil gut. Bei Firestorm ein bisschen übertrieben, das sieht echt heftig aus. Aber Firestorm, muss ich sagen, ist gut, ist nicht, leider, wie gesagt, das mit der Mauer, das kotzt mich echt ein bisschen an. Wenn die nicht wäre und wenn man da irgendwie nicht drauflaufen kann, dann kommt sie sogar wirklich an die Dreier-Map hin. Ja, ich finde die von BF3 immer noch besser, die Version. Hier ist es auch echt lustig, da heißen alle Maps genauso wie in Battlefield 3, nur mit einem 2014 dahinter. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. Kaspische Grenze 2014. Ja, gut. Das zur Map.
Hier seht ihr außerdem rechts da den Turm da auf der C-Flagge. Blablabla. Und jetzt seht ihr auch gleich hier, da ist die fette Mauer bei der A-Flagge. Da kann man rumlaufen. Hier seht ihr auch die kleinen Türmchen. Die gehen schon echt mega auf den Sack. Und ja, allgemein ganz cool. So, ich habe auch ein kleines Thema und das, ja, um was ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch nicht geplant oder so, ich werde es einfach mal frei Schnauze davon erzählen. Und zwar geht es mir ein bisschen um Internetfreunde und im Internet Leute kennenlernen. Denn ich musste einiges feststellen. Ich bin ja selber, wie ihr es wisst, in einem Clan, Royal Rifles, ja. Und da sind wirklich Leute drin, ja. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich die in Real Life irgendwie mal kennenlernen werde. Und das ist auch wirklich das Geile an Teamspeak oder allgemein am Internet, muss ich ehrlich sagen. Da kennt man wirklich Leute, lernt man Leute kennen, ja, die vom Charakterlichen eigentlich genauso schwachsinnig wie du sind, die genauso dämlich eigentlich wie du bist und alles und die eigentlich genauso wie du sind, ja, und wenn man die dann so in Real Life sieht, wenn man da so ein paar Fotos anguckt, ja, mittlerweile wissen wir alle, wie wir alle ausschauen, wir haben alle so Facebook und so und, ne, kennt man ja. Und das, der Meinung ist auch ein Clan-Mitglied von uns, ja, wenn man die Leute auf der Straße sehen würde, mit die würde man noch nicht mal anquatschen. Und in Teamspeak ist das alles eben so, da ist es ja scheißegal, wie du aussiehst, ja, und das ist auch das Geile, muss ich ehrlich sagen, es ist kackegal, wie du aussiehst, Alter. Du kannst 300 Kilo wiegen und kannst trotzdem geil mit den Leuten zocken und alles. Und das finde ich echt cool. Und das ist nun mal heute, also in der heutigen Zeit, wenn man irgendwie Leute kennenlernen will, das muss man jetzt einfach zugeben. Das ist so, die Leute gucken einfach viel zu sehr aufs Aussehen. Wenn der Typ im Zug rechts von dir aussieht wie, keine Ahnung, von Gott bestraft. Weiß ich nicht. Die will man gar nicht ansprechen. So, man nehme mal an, der Typ, ja, der wird in euer TS eingeladen und du laberst einfach mal mit dem. Du hast keine Ahnung, wie der aussieht. Und der ist einfach so korrekt und cool, dass du einfach jeden Tag mit dem zockst und alles. Und dann sendet er dir ein Facebook-Bild und du denkst dir, what the fuck? Und ich muss auch ehrlich sagen, Teamspeak und alles und Skype und das ganze Zeug, das schafft echt Freundschaften. Ich muss sagen, man sieht es ja allein an Tobsen und mir. Auch YouTube, allgemein das Internet. Ja? Ich sag nur Tobsen und ich. Klar, jetzt ist er gerade wieder hier in der Bundeswehr und hat absolut keine Zeit und blablabla. Merkt man ja auch, ewig keine Videos mehr gemacht. Vorhin, also hier gestern, vorgestern hat er ein paar Videos gemacht. Also hier eine kleine Schleichwerbung. Wie auch immer, man sieht es ja an Tobsen und mir. Wir haben uns einfach mal gegenseitig angeschrieben, haben gesagt, hey, du machst korrekte Videos, hey, du auch. Zack, 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 wollen wir mal skypen, gib mal Skype-Namen her, tauschen wir uns aus, zack. Und labern einfach mal ein bisschen. Und den Typen, auch wenn, ja, ich weiß jetzt mittlerweile auch, wie er aussieht, ja, schon länger. Und wie ich es vorhin gesagt habe, diese Typen würde man eigentlich nie auf der Straße irgendwie ansprechen. Ich sage jetzt nicht, dass er hässlich ist. Aber das, ich würde einfach nicht random irgendwie so einen Typen ansprechen auf der Straße und ihn jetzt kennenlernen wollen. Das ist das Gleiche, denkt sich höchstwahrscheinlich jeder bei mir auch. Wenn die mich sehen, dann würden wir, die mich auch nicht ansprechen. Nee, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dann labert man da an Skype und man kommt super zurecht und auf einmal bilden sich da wirklich Freundschaften durch das Internet. Man wird sich auch in Real Life sehen, Tobs und ich werden noch zur Gamescom gehen. Also jetzt nur ein Beispiel. Und wir werden auch irgendwann Royal Rifles, oh Gott, wir sind ja alle wirklich verstreut in Deutschland, unser Clan. Ja, der eine ist in Hamburg, der eine ist hier, der eine ist dort. Man wird sich auch noch in Real Life sehen, auf jeden Fall. Man wird sich irgend so ein Meeting irgendwann mal machen. Ja, wir sind ja mittlerweile alle im Mobil. Ja, und da wird sich auch so ein Meeting gemacht. So. Was ich noch sagen wollte ist, ein alter Schulkollege, Daryl, du bist gemeint, ja. mit dem hatte ich in der Schule eigentlich nie was zu tun. Ja. Dann hat mich, also so hatte das alles seine Anfänge hier mit unserem Clan. Hat mich der Martin eingeladen in das TS von Royal Rifles quasi. Ja, und da waren halt dann, Daryl war dabei und alles und ein paar andere und zack, zack, zack. Da habe ich so gefragt, Daryl, bist das du von der alten Schule? Und ja, ja, so, ja, ja,
und auf einmal kommt man mit diesen Menschen korrekt zurecht. Wir treffen uns mittlerweile auch wirklich regelmäßig, das ist auch noch mega geil. Mit diese Leute, mit denen man früher überhaupt nichts zu tun haben wollte oder halt einfach nichts zu tun hatte, mit denen er einfach nicht rumgehangen ist. Mit denen labert man dann einfach mal, und das finde ich so wirklich so beeindruckend, mit denen labert er einfach mal ein Stündchen MTS und auf einmal kommt man super zurecht. Macht irgendwelche Termine aus, wann man sich trifft, blablabla, Wochenende, hier mal Bock das zu machen, hier mal Bock das zu machen, klar. Und dann merkt man auch wirklich, dass die Leute, wie sie mit dir MTS labern, in Real Life genauso sind. Ja? Gut, es gibt auch wirklich Leute, die verstellen sich im Internet unglaublich. Und dann in Real Life, wenn du sie siehst, da denkst du dir, hey, what the fuck, Mann, ich hab doch eigentlich mit einem ganz anderen geredet, aber das sind eigentlich die gleichen Leute. Solche gibt's auch, ja, klar, das sind Arschlöcher, von denen muss man unbedingt Abstand halten. Aber da sieht man mal wieder, wie TS und Skype und ach, was, Raid Call, ach, keine Ahnung, was das ganze Zeug, was das wirklich für Freundschaften bildet. Mein Schulkollege, der hat auch irgendjemanden in Berlin gehabt, so einen Clan-Kollegen, und der hat den auch einfach mal am Wochenende in Berlin mal besucht und da haben sie dann auch mal was ausgemacht. Und das finde ich echt schade, dass da heutzutage das Internet auch wirklich so schlecht gemacht wird mit, du hängst doch nur vor dem PC. Wenn die Eltern oder alle anderen, die gegen das Internet sind oder gegen das Zocken allgemein, auch ganz kurz, das Zocken, das ist ja teilweise nicht, weil ich jetzt hier unbedingt diesen Helikopter da vor mir unbedingt da jetzt killen will. Gut, in dem Moment ja, das gebe ich zu. Das streite ich gar nicht ab. Aber es geht hauptsächlich darum, dass man mit den Leuten zusammen zockt, zusammen Spaß hat und zusammen eine gute Zeit verbringt. Das ist ja eigentlich das gleiche wie eine gediegene LAN-Party, nur dass die Leute halt nicht neben dir sitzen. Das ist so. Ja? Du zockst mit den Leuten zusammen, bist im Teamspeak und lachst dir einen kaputt und blablabla. Am besten noch am Wochenende, da trinkst du deine 2 Weizen, ja, und dann geht's dir sowieso schon besser. Ja? Was ich sagen wollte, das mit diesem Internet böse, blablabla. Wenn die Leute wirklich wissen würden, wir machen ja nichts anderes als telefonieren. Ja? Die TS-User. Oder Skype, wie auch immer. Ja? Da brauchen sich die, da wenn du da irgendwie, die Viber sind doch nicht besser, wenn sie da 3 Stunden am Stück am Telefon hocken. Und wir zocken halt nebenbei und labern halt im TS. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Wir telefonieren ja auch nur. Tauschen uns aus, labern irgendwelche Themen, machen irgendeine Scheiße, keine Ahnung. Ja. Und das finde ich echt schade, wenn die Leute wirklich mal wissen würden, was die, ich sag jetzt mal Jugend, ja, oder halt allgemein die Gesellschaft heutzutage im Internet macht, außer Porns. Ja, dann würden die auch mal sehen, hey, die labern, die pflegen irgendwelche, ja, pflegen halt irgendwelche, ja, hier Kontakte. Und man redet miteinander, man hat eine gute Zeit, man lacht. Klar gibt's hier ab und zu, um Gottes Willen, das hatten wir auch schon in unserem Teamspeak. Stress hier, Stress dort. Und dann gab es wieder gute Zeiten, ja, zum Beispiel, ich sag nur eins, Rechnerbau. Ja, wir haben uns gegenseitig geholfen, als ein Kollege einen Rechner gebaut hat, kam ins TS, haben unsere Leute gefragt, bla bla bla, und hier hilft man sich. Man kann so viel machen. Das finde ich echt geil. Das wollte ich einfach mal loswerden, dass Teamspeak und allgemein das Internet, YouTube, die ganzen sozialen Sachen hier, soziale Netzwerke, bla bla bla, das ganze Zeug, dass das einfach nur wirklich top ist, und das finde ich echt geil, dass man, und das sollte man auch wirklich heutzutage einfach mal verstärken, ja. Die ganzen Leute, die alleine im Internet unterwegs sind und alleine zocken und das ganze Zeug, die sollten sich einfach mal irgendeinen Clan schnappen, oder wir sind ja eigentlich gar kein richtiger Clan. Wir sind ja eigentlich nur da, um halt miteinander zu spielen, und wir machen jetzt auch nicht hier regelmäßig Clan-Wars und trainieren und so ein Kack, das wollen wir auch gar nicht. Ja, das ist viel zu ernst und viel zu feste Termine für Training, das ist doch kacke, Mann. Man will doch einfach nur zu 6 im TS hocken und zusammen Battlefield spielen und eine gute Zeit haben und die Gegner einfach mal fettpownen, ne? Oh, hier kommt jetzt, glaube ich, gleich eine richtig geile Szene, so mit der Granate. Ja, ja, genau, das ist geil. Hier, den auch nicht, hier, ja, zack. Ah, es war übrigens eine richtig geile Waffe, auch von Second Assault. Alter, das Ding ist mega stark. Also holt euch auf jeden Fall schon mal Second Assault, nur wegen der Waffe. Die ist geil. So, da oben sind nämlich welche. Zack, Granata. Ja, und dann nochmal einen hinterher. Und nochmal einen hinterher.
Und Gegner eliminiert. Und Gegner eliminiert. Das ist einer der Gänge, wie ich vorhin gesagt habe, bei diesen kleinen Türmen. Da kann man rauf. Hier sind die Fenster, wie ich vorhin gesagt habe, wo man wirklich gut headglitchen kann. Ihr seht es. Es ist ranzig. Es ist absolut bescheuert. Ich weiß nicht, warum die das so eingebaut haben. Man hat außerdem auch noch zusätzlich einen guten Blick auf die B-Fahne. Das heißt, ihr holt euch da einfach eine 50-Kaliber und snipet da ein bisschen rum. Das ist echt ein bisschen, ja. Ja, und wenn ihr ein bisschen unter Beschuss seid, dann macht ihr einfach die Rollläden zu. Ein gutes. Hier seht ihr außerdem den Turm. Der ist jetzt ein bisschen, der fällt ein bisschen anders um jetzt auf Kaspische Grenze. Ja, der fällt nicht mehr über die halbe Map, sondern einfach mal hier bei der C-Fahne so ein bisschen den Berg runter. Ist auch ein bisschen lower gemacht. Ja, das habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet bei dem Turmsturz. Ja, weil im 3 war es echt spektakulär fett und riesig. Hier ist es, ja, ist okay. Aber es ist nicht so mega. Ja, allgemein, Second Assault. Ich werde jetzt dann auf jeden Fall gleich nochmal Oman zocken und schön ins TS gehen und, ja, Spaß haben. Ja, das ist auch das Ende vom Video, das ist das Ende vom Kommentar. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bis denn!